So, der Meister aller Klassen ist da, Johannes Tinjes Bö. Sehr schön, hat man hier die Fähnchen gesehen, die bewegen sich etwas, hin von links nach rechts, Schießstand komplett im Schatten, keine Justierung nötig nach Johannes Meinung. Der ja überhaupt keine Blende vor den Augen. Ja, großes Trefferbild, würde ich ihm 2 bis 3 Rasten bei rechts geben. 2 Rasten auf alle Fälle, damit er wieder mehr in die Mitte kommt. Aber das war, rettet sich immer durch sehr gute, schnelle Schießen vor allen Dingen. Er ist läuferisch nicht in der Lage, da eigentlich in dieser Liga mitzuspielen. Deshalb wird er auch immer wieder Plätze verlieren. Und jetzt also der zweite Auftritt im liegenden Anschlag von Johannes Tinjes Bö. Lässt sein Gewehr, wie es ist. Ja, der war noch mal mitten rein auf die 10. 2 Wochen in Antolz. Vielleicht und hoffentlich ist Lukas Hofer dabei, aber jetzt schauen wir natürlich auf den großen Meister. Auf Johannes Tinjes Bö. Erstes Schießen im stehenden Anschlag. Ja. Der einen, den er sich da einhandelt, aber nach wie vor. So. Und dann ist es einmal mehr soweit. Auf die Matte Bahn 1 könnte man eigentlich Johannes Tinjes Bö draufschreiben. So oft wie er dort steht, bei diesen Rennformen vorneweg geht. Und jetzt gibt er auch noch mächtig Druck hier. Schnelle Schießanlage mit dem nötigen Glück am Ende. Schon der Gruß daraus in Richtung Publikum. Das war's, Leute. Das Rennen hier ist gelaufen. Da ist die Faust.